herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo. Dankeschön. Wie reagieren Sie eigentlich zu Hause, liebe Zuschauer? Dankeschön. Wenn Ihnen jemand auf der Straße begegnet, der so gar nicht der Norm entspricht. Da gibt es die Paradiesvögel, die auffallen wollen und das auch genießen. Für ein Brandopfer kann der Gang vor die Tür aber auch zum Spießrutenlauf werden. Die Blicke der anderen, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Nathalie Volk und Frank Otto bei uns. Hallo. Fast 40 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Ihnen beiden. Auch deshalb sind die Blicke der anderen oft auf Sie als Paar gerichtet. Für Sie scheinbar kein Problem, aber in der Öffentlichkeit wird Ihr Altersunterschied immer wieder zum Gesprächsthema. Und auch durch Ihren luxuriösen Lebensstil werden Sie mitunter argwöhnisch beäugt. Ich begrüße im Nachtcafé den Medienunternehmer Frank Otto und seine Lebensgefährtin Nathalie Volk. Herzlich willkommen nochmal. Dominik Loh, Sie wissen, was es heißt, ganz unten zu sein. 11 Jahre haben Sie als Obdachloser ein Leben auf der Straße geführt und Flaschen für Ihren Lebensunterhalt gesammelt. Sie fühlten sich dabei als Mensch zweiter Klasse. Hinzu kam die Scham, sich kaum duschen zu können. Die abschätzigen und manchmal auch angewiderten Blicke von Passanten haben sehr an Ihrem Selbstwertgefühl genagt. Einen schönen guten Abend, Dominik Loh bei uns. Hallo. Tanja Bialas, bei einem Unfall auf der Autobahn erlitten Sie vor 15 Jahren lebensgefährliche Brandverletzungen. Fast die Hälfte Ihrer Körperoberfläche war betroffen. Was dann folgte, war ein Operationsmarathon und eine Tortur mit unvorstellbaren Schmerzen. Die Reaktionen im Umfeld auf Ihr verändertes Äußeres fallen unterschiedlich aus, von entsetztem Anstarren über bewusstes Wegsehen bis hin zu einem völlig normalen Umgang erleben Sie alles. Ich begrüße ganz herzlich Tanja Bialas. Schräge Blicke und abwertende Kommentare, das kennen auch Sie, Carina Kühne. Sie sind mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen und mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Mit diesen Klischees wollen Sie aufräumen. Als Inklusionsaktivistin wollen Sie erreichen, dass sich alle Menschen auf Augenhöhe begegnen. Gleichzeitig feierten Sie Ihren Durchbruch als Schauspielerin in einem Film, der sogar für den Grimme-Preis nominiert war. Ich begrüße ganz herzlich Carina Kühne im Nachtcafé. Hallo. Die Blicke des Publikums genießen auch Sie, Nils Strassburg. Sie sehen nicht nur aus wie der King of Rock'n'Roll, Sie hören sich auch genauso an. Bereits als 6-Jähriger waren Sie von Elvis fasziniert. Und dies ist bis heute so geblieben. Egal, wo Sie als Elvis-Interpret auftreten, Ihre Ähnlichkeit ist verblüffend und lässt vor allem die weiblichen Zuschauerherzen höher schlagen. Ich begrüße ganz herzlich den schwäbischen Elvis, Nils Strassburg. Die Blicke der anderen sind existenziell für die Persönlichkeitsbildung. Das sind Ihre Erkenntnisse als Psychologin Ursula Nuber. Gleichzeitig stellen Sie fest, wer in unserer schnelllebigen digitalen Zeit Erfolg haben will, für den ist es fast unumgänglich, aufzufallen und sich von der Masse abzuheben. Denn Sie sind überzeugt, Aufmerksamkeit ist unsere neue Währung. Ich begrüße ganz herzlich Ursula Nuber. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Frau Bialas, unser Thema sind die Blicke der anderen. Wenn Sie auf andere Leute treffen, die begegnen Ihnen zum ersten Mal. Spüren Sie da in den Blicken manchmal eine Verunsicherung? Oder was sehen Sie, wenn andere sehen, dass Sie da noch Verletzungen haben, die von Ihrem Unfall verursacht worden ja, sind? Ja, selbstverständlich spüre ich auf der Gegenseite oder bei meinem Gegenüber in der Mehrheit der Fälle, dass dort eine Reaktion kommt im Sinne von, da ist irgendwas anders, da ist mal was gewesen. Und die Palette der Reaktion reicht von bis, wobei ich sagen muss, das Ganze liegt jetzt schon, oder der Unfall liegt jetzt 15 Jahre zurück. Und mein Äußeres hat sich natürlich auch im Laufe der letzten 15 Jahre verändert.
Für meine Begriffe ist das alles sehr, sehr gut geheilt. Ich habe außerdem wunderbare plastische Chirurgen. In den Genuss der plastischen Chirurgie oder Genuss in Anführungszeichen natürlich bin ich gekommen. Rekonstruktive Operationen haben mir viel Lebensqualität wieder zurückgegeben. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich auf neue Menschen oder natürlich auch auf alte, bekannte Menschen treffe, dass ich genau sehe und auch spüre, was hier oben abläuft. Ja. Frau Nuber, Sie wussten ja auch, heute haben wir das Thema die Blicke der anderen. Sie sind ja vor der Sendung auch Frau Bialas begegnet. War da bei Ihnen auch, obwohl Sie ja vorbereitet waren, so ein Moment, dass Sie nicht wussten, wie Sie sich verhalten? Was geht? Was ist also hier? Mir geht es eher weniger so. Ich bin natürlich ja auch geschult. Also ich denke, dass ich Menschen begegne so offen, wie ich kann. Aber ich weiß, was Sie meinen. Also diese Irritation, die vielleicht nur manchmal eine Sekunde ist, die haben wir, glaube ich, schon alle mehr oder weniger, weil wir natürlich nach Norm gehen. Also der Mensch versucht, Komplexität zu reduzieren. Also er sagt, ich erwarte was und das will ich, wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich erstmal irritiert und versuche einzuordnen, wie gehe ich damit um. Und es verunsichert natürlich auch, wenn ich es nicht gleich einordnen kann. Sie haben ja gesagt, Sie haben schon eine Geschichte hinter sich. Es war dieser 29. April 2003, der Ihr Leben da verändert hat. Das liegt jetzt 15 Jahre schon fast zurück. Wie schwer fällt es Ihnen trotzdem, diesen Moment von damals oder diese Momente zurückzuholen? Ich bin mit meinem Auto auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ein ganz normaler Wochentag und auf dieser Autobahn, auf der ich unterwegs war, lag eine Metallrampe oder Platte, die ich natürlich nicht gesehen habe, sonst wäre ich ja logischerweise nicht drüber gefahren. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Metallplatte gewesen, die, ich veranschaulich das mal hier, die an dem einen Ende nicht plan war, sondern hier ein Stückchen hoch stand. Und deswegen hat sich diese Platte unter dem Unterboden meines Autos verkeilt. Und es ist wirklich so blöd gelaufen, so dramatisch, wie es eigentlich nur im Hollywood-Film passiert. Ja, mir ist es jetzt passiert. Diese Platte hat sich dadurch unter dem Auto verkeilt, hat die Benzinleitung aufgerissen. Dadurch ist das Auto noch während des Schleudervorgangs auch im Innenraum in Brand geraten. Das Auto ist zum Stehen gekommen, der hintere Raum hat schon gebrannt. Ich bin zum Glück noch aus eigener Kraft und geistesgegenwärtig, wie ich war und wie ich bin, aus dem Auto selbst herausgekommen. Das Problem war, ich konnte nicht durch die Fahrertür aussteigen, weil ich an der Leitplanke kollidiert war. Das hat natürlich Zeit gekostet und hinter mir brannte es, es wurde heißer. Und der einzige Weg war dann nur noch rechts durch die Beifahrertür auszusteigen, was einerseits Glück im Unglück war, denn ich bin dadurch aus dem Auto überhaupt noch herausgekommen. Ansonsten wäre ich, ja, um es ganz direkt zu sagen, am lebendigen Leibe im Auto verbrannt. Punkt. Ich bin also, musste den langen Weg nehmen. Über die Mittelkonsole ist natürlich auch etwas aufwendiger. Du musst dich erst abschnallen. Zum Glück ist der Sicherheitsgurt aufgegangen. Dann mit dem rechten Bein über die Handbremse drüber, mit dem rechten Arm die Tür von innen aufmachen mit aller Kraft. Und das Problem war, dass der Tank des Autos an der rechten Seite war. Demzufolge war dort auch rechts die Flamme. Ich musste also mit meinem Bein, mit meinem rechten Arm, Sie sehen das hier ja auch, ne? Ja. Direkt und mit dem Gesicht durch das Feuer durch. So. Und naja, das war zum Glück noch das Glück in der Not. Ich bin rausgekommen und dann ging das Ganze weiter. Konnten Sie denn das überhaupt alles so, Sie beschreiben das sehr detailliert, ist das alles automatisch in Ihnen abgelaufen oder konnten Sie noch überlegen, wie war das so? Natürlich überlegen Sie, aber das ist für Sie vielleicht auch etwas schwer nachzuvollziehen, denn ein Mensch, der noch nie in solch, ich sag mal, existenzieller Not war, der hat ein schweres Verständnis davon, aber das ist vergleichbar mit dem Säbelzahntiger, der damals aus dem Gebüsch hüpfte und den Urmenschen, sage ich jetzt mal ganz salopp, angriff. Das läuft alles ganz automatisch ab und das muss alles schnell gehen. Allein in dieser Moment nur mit der linken Hand auf den Knopf des Sicherheitsgurtes zu drücken,
das waren ja wirklich nur Bruchteile von Sekunden. Das habe ich dermaßen präsent drauf und das geht zack, zack. Und das muss auch so schnell gehen. Das Zeit ist jetzt nicht Geld, aber kostet das Leben. Und ich will sagen, das läuft alles vollautomatisch, voll auf Autopilot ab. Raus aus den Dingen, nur raus aus diesem Auto. Ja, und dann aus dem Auto bin ich rausgekommen. Und dann natürlich zu dem Zeitpunkt schon wirklich voller höllischer Schmerzen über die Autobahn gerannt. Und ich habe in diesem Moment noch gedacht, Tanja, das weißt du, du müsstest dich jetzt eigentlich auf den Boden werfen, um die Flammen zu ersticken. Ich konnte es aber nicht, ich habe es nicht gemacht. Warum ich das nicht gemacht habe, habe ich für mich im Nachgang so hergeleitet. Einerseits hatte ich, glaube ich, Angst davor, mich mit diesem schon so sehr schmerzenden Körper noch auf den Boden zu werfen und mir durch dieses auf den Boden werfen noch mehr Schmerzen zuzufügen. Und ich glaube, der zweite Grund war mehr unbewusst oder unterbewusst, denn ich befand mich auf der Autobahn. Hinter mir war zum Glück der gesamte Verkehr schon zum Stoppen gekommen. Das wusste ich ja gar nicht. Denn es hätte ja auch sein können, dass von hinten noch Autos hinterherkommen und mich umfahren. Und ich glaube, diese zwei Gründe waren es. Nein, also ich habe mich nicht auf den Boden geworfen, bin dann weitergelaufen. Wie gesagt, in diesem Zustand auch noch laufen. Aber das läuft alles komplett automatisch ab. Und ich sah dann in unmittelbarer Nähe vor mir rechts am Straßenrand ein rotes Auto parken, bin zu diesem Auto gegangen und habe mich noch gefragt in dem Moment, ob mir der Fahrer wohl hilft. Ja, habe ich noch gedacht. So, in diesem Auto saß ein junger Mann, der hatte die Scheibe runtergekurbelt. Ich bin zu diesem Auto gegangen, habe ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er mir helfen könne. Und er sagte, ja, er habe die Polizei und Feuerwehr schon verständigt. Dann habe ich ihm noch auch auf Autopilot die Telefonnummer meiner Eltern gesagt und die Handynummer meines damaligen Freundes. Und die hat er dann auch in Kenntnis darüber gesetzt. Und dann kamen auch nach einiger Zeit, ich kann die Zeit jetzt nicht eingrenzen, kamen dann auch die Rettungskräfte und dieser junge Mann ist ausgestiegen, hat mich untergehakt, hat mich an den Grünstreifen geführt, dort habe ich mich hingesetzt und dort kamen dann die Rettungskräfte, haben mit der Schere, weiß ich noch, meine Hose eben, Entschuldigung, so gut es ging, vom Körper geschnitten. Das ist ja alles mit der Haut verpappt, verbrannt, das geht ja auch gar nicht alles ab. Und ja, dann kam der Moment X. Und alle, die mich kennen, wissen, ich bin wirklich ein Kämpfer, nicht nur oder eine Kämpferin. Ich werde nie ohnmächtig und ich gebe auch nie auf. Aber da kam zu einem Zeitpunkt ein Moment auf mich zu oder eine Größe, eine Kraft, da habe ich gespürt, hier kommt jetzt etwas, das ist größer als ich. Das kann ich nicht mehr wegstemmen. Und ich habe mich so angestrengt, ich habe mich so bemüht, nicht ohnmächtig zu werden. Und diese Schmerzen haben mich fast umgebracht. Es war einfach nur zerstörerisch, brutal. Also wenn es eine Hölle gibt, dann ist das wirklich die Hölle. Was ich sagen will, ich bin dann ins Koma gefallen. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich erstmal nichts mehr. Aber ich bin dann von dort aus erstmal in ein städtisches Krankenhaus gebracht worden mit einem Sanitätswagen. Und dort haben die Ärzte dann zum Glück entschieden, dass ich ein zu schwieriger Fall war. Haben gesagt, nee, die Frau können wir nicht hier behalten. Die muss jetzt in ein Schwerbrandverletztenzentrum. Und glücklicherweise war Hannover nicht sehr weit. Nichtsdestotrotz hat man für diesen kurzen Weg von dem Krankenhaus nach Hannover in die damalige Verbrennungsintensivstation im Oststadtkrankenhaus einen Hubschrauber angefordert. Und dann bin ich ins Oststadtkrankenhaus geflogen. Ich kann nur sagen, Sie haben ja gesagt, Sie sind eine Kämpferin und das war wie durch die Hölle zu gehen. Und wir können nur sagen, toll, dass Sie das geschafft haben und jetzt hier sitzen. Ich glaube, das muss man erst einmal einfach mal loswerden. Sie waren dann in dieser Verbrennungsintensivstation, zum Glück an einem guten Ort, wo Ihnen auch geholfen werden konnte. Sie waren, wie lange waren Sie dann aber im Koma? Müsste ich glatt in meinem Buch nachschlagen. Also eine ganze Zeit. Es waren zwei oder drei Wochen etwa. Zwei oder drei Wochen. Mhm. Als Sie dann aus dem Koma wieder erwacht sind, wieder zu sich gekommen sind, wussten Sie dann gleich, was los war? Nein. Nein, Sie sind zu diesem Zeitpunkt ja auch, ich sag's mal ganz salopp, komplett abgeschossen. Sie sind ja voll mit Beruhigungsmedikamenten. Sie kriegen Psychopharmaka. Sie haben Schmerzmittel drin, ja. Sie haben Morphium drin, das ganze Programm. Ich weiß noch, dass ich auf dem Rücken lag, in Verbände gehüllt,
die Augen aufschlug und ja, in einem sehr sterilen und auch sehr desinfiziert riechendem Raum mich befand und dass ich mich nicht bewegen konnte. Ja, wie gesagt, ich war, obwohl Sportlerin, ich war dermaßen atrophiert, also meine Muskeln durch die lange Immobilisation sehr, sehr runtergefahren. Ich lag auf dem Rücken, ich konnte noch nicht mal mehr den Kopf anheben, also Bauchmuskeln auch komplett ab, nicht komplett abgebaut, aber sehr, sehr reduziert. Ich konnte nicht die Arme selbstständig heben, nichts ging. Und Schmerzen hatten Sie aber in dem Moment nicht? Doch. Doch. Ja, das spürt man schon. Und das Brutale ist ja auch, einerseits ist die Verletzung sehr großflächig. Also ich sag's mal so, wie es ist. Ich habe knapp 50% Körperoberfläche, zweit- und drittgradig verbrannt. Ist klar. Also, das ist so. Es ist also nicht nur großflächig, sondern es ist auch tief. Ja? Und dazu kam dann ja auch noch, dass für Hauttransplantationen an gesunde Stellen gegangen wurde. Guter Input, ganz genau. Die dann auch noch... guter Beitrag, wirklich. Mein Rücken zum Beispiel ist nicht verbrannt, aber, ich sag's mal ganz salopp, einmal Pelle runter, einmal zum Transplantieren verwendet. Ne? Für den Arm, für Bein, ich weiß nicht wo überall. Das heißt, du liegst also auf dem Rücken. Der Rücken ist aber auch eine komplette Wunde, weil die Haut ja einmal... runtergeschält wurde. Also ich glaube, das können wir, Sie haben es selbst gesagt, diejenigen, die in dieser Situation... Muss man sich auch nicht vorstellen, aber es wirklich ist Folter. Ja? Es ist Folter. Folter, absolut. Wir haben ja das Thema heute auch die Blicke der anderen. Kamen Sie überhaupt dazu nachzudenken darüber, was das bedeutet hat für Sie, wie Sie aussehen oder irgend sowas? Nein, nein, Sie sind ja so mit dem Kämpfen, mit den Schmerzen beschäftigt. Sie sind ja froh überhaupt, dass Sie das Leben haben. Es ist alles, wie gesagt, es ist alles anders. Sie sind ja komplett aus ihrem Leben, aus Ihrem Körper raus. Es ist einfach alles nur noch kaputt. Ja, sie sind bis auf ihre Grundmauern zerstört und erschüttert bis in Mark und Bein. Haben Sie denn da überhaupt sich auch sehen können auf dieser Station? Nein, auf einer Verbrennungsintensivstation, so war es zumindest in 2003, zu meiner Zeit so, gibt es keine Spiegel, warum ist auch klar. Ne? Und vor allen Dingen, Entschuldigung, Sie können ja auch gar nicht aufstehen. Sie sind ja kompletter Pflegefall. Sie können ja nichts machen. Wie war das dann, als Sie dann irgendwann zum ersten Mal in den Spiegel geschaut haben? Hat man Sie darauf vorbereitet? Wie war diese Situation? Nein, man hat mich nicht darauf vorbereitet. Und es ist ganz gelinde ausgedrückt, ja, es ist der Holzhammer, ne? Also schlimmer noch, ist der Vorschlaghammer. Sie stehen vorm Spiegel, schauen in einen Spiegel und den Menschen, den Sie dort sehen, den kennen Sie ja gar nicht. Ja? Frau Nuber, muss man denn Patienten in so einer Situation nicht ein bisschen auf sich selbst vorbereiten? Ja, ich staune gerade. So war die Theorie, ne? Ja, ja. Naja, schon, aber ich denke, es ist schon einfach so eine Konfrontation mit diesem anderen Ich, das man dann da sieht. Das sollte schon vorbereitet werden. Aber wie gesagt, so weit die Theorie und die Praxis sieht anders aus. Wird immer wehtun, die Praxis. Kleine Nebenbemerkung, allein die Verbandswechsel bei mir dauerten pro Tag 6 Stunden. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist wirklich, neben Ihnen stehen Anstaltspackungen von Panthenol. Es dauert alles Stunden, wenn die Wunden ausgebürstet, ausgewaschen werden. Es ist einfach nur der absolute Oberkrampf und alles ganz, ganz schlimm. Also das ist ein Albtraum, glaube ich, den wir alle gar nicht nachvollziehen können. Ja, also das ist wirklich, wenn Sie das einmal durchhaben, dann kann Ihnen nichts mehr passieren. Und der auch noch über eine längere Zeit. Wie war das denn dann, als Sie rausgegangen sind? Irgendwann war die Krankenhauszeit zu Ende. Wenn man so will, war ja da noch ein Raum mit Leuten, die man dann kannte. Ja, das ist in gewisser Weise ein geschützter Raum. Ja, ein geschützter Raum. Und ich stelle mir jetzt vor, man geht raus. Und ja, dann kommen ja Blicke, wie war das? Waren Sie eher so, dass Sie gedacht haben, ich gehe jetzt da raus und mir doch egal, wie die Leute gucken? Oder waren Sie schon verletzlich und auch zögerlich? Ich habe mir gar nicht die Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Also Punkt eins, ich bin einfach rausgegangen. Einfach raus. Und ich habe mir auch nicht Gedanken gemacht, wie reagieren die Menschen jetzt? Ich bin einfach rausgegangen und ich war auch froh, endlich wieder raus, an die Luft, in den Wald gehen zu können, diesen ganzen Scheiß mal für eine gewisse Zeit hinter mir zu lassen. Wieder Leben atmen. So, genau. Und ich glaube aber auch, dass mir das Leben in der Hinsicht gut zuspielt oder dass ich von Mutter Natur mit einer
guten inneren Stärke und Kraft ausgestattet bin. Und auch ganz wichtig, noch mal an dieser Stelle zu sagen, es gibt auch Resilienzkräfte in einem Menschen. Es ist nicht alles Depression, es muss nicht alles Burnout sein. Ja, es gibt auch eine gute, gesunde Widerstandskraft. Und ich denke, ich habe einfach auch hier ein Kämpferherz und ich habe es einfach gemacht. An der Stelle sehen Sie, strahlen das ja auch aus. Ja? Sie strahlen das aus, diesen Kampfgeist, ja, diese Kraft. Nicht jeder ist so stark. Und man kann es auch nicht von jedem erwarten, der sowas erlebt, so stark da rauszugehen. Wie kann man die stützen, die vielleicht zögern, die dazu tendieren, sich zu verkriechen, die nicht die Kraft und den Mut haben, gleich nach draußen zu gehen? Schrittweise. Also ich glaube, was Sie haben, ist natürlich ein ganz starkes Selbstbewusstsein. Wertgefühl. Sie wissen, was sie wert sind, auch wenn der Körper erstmal teilweise beschädigt ist. Wenn einer das von Haus aus nicht so hat, dieses Wertgefühl, dann braucht er da die Unterstützung, also dass er oder sie etwas immer noch wert ist, obwohl er verletzt ist oder sie verletzt ist. Und das braucht natürlich dann Zeit. Aber die Unterstützung, den Wert zu spüren und aufzubauen und wieder neu zu lernen und auch sich selber neu kennenzulernen, das braucht dann Unterstützung. Aber das haben sie ja nicht gebraucht. Und das ist schon sehr beachtenswert. Wie war denn? Resilienz ist nicht etwas, was man unbedingt so lernen kann. Das kriegt man auch mit. Das hat man oder hat man nicht, ne? Sie waren also mit einer großen Kraft ausgestattet. Das ist ein großer Vorteil. Trotzdem haben Sie ja sicherlich Ihr Umfeld beobachtet. Und, das hat mich beobachtet. Ja, das hat Sie beobachtet, genau. Das hat auf Sie geblickt. Wie haben die reagiert? Also haben sich Leute abgewandt? Waren Sie auch enttäuscht von Freunden? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ja, das ist auch wieder von bis. Und ich spreche jetzt ganz bewusst aus der Zeit, relativ kurz nach dem Unfall. Da gibt es natürlich Menschen, die waren super klasse. Ich bin zum Beispiel relativ schnell wieder in mein damaliges Fitnessstudio gegangen. Ich bin einfach reingegangen, habe trainiert, soweit es eben meine Hautverhältnisse zuließen. Auch schön noch mit Kompressionssachen. Kompressionssachen, für die es nicht wissen, sie müssen nach Verbrandverletzungen ein relativ dickes, enges Material am Körper tragen. Mhm. Und wenn sie großflächig verletzt sind, dann ist es ein ganzer Anzug, also Hose, Jacke, und das ist richtig eng. Trägt dazu bei, dass die Haut, die ja im Begriff ist zu heilen, aber oftmals mit einer überschießenden Hautreaktion reagiert. Ja, dass die Haut oder ja, die heilende Haut geht dann über das Hautniveau hier raus, und um das zu verhindern, wird von außen ein Druck draufgegeben. Ja? Maske drauf, also das ganze Programm. So, ich bin trotzdem so zum Training gegangen, ich weiß auch nicht, gerade so im Wahnsinn, was ich da auf die Beine gestellt habe. Ja, aber ich wollte trainieren. Ne? So, also ich will sagen, ich bin zum Training gegangen und dort gab es auch wieder von bis die Reaktion. Es gibt Leute, die waren ja zum Teil auch nicht auf mich vorbereitet. Ja? Und da sehen Sie dann wirklich, wie viel Kern hat ein Mensch? Wie viel innere Größe oder wie viel eigene Lebenserfahrung hat er? Wie tritt er dir gegenüber? Wie verhält er sich? Und da gab es Leute, die sind zu mir gekommen, haben mir auf die Schulter geklopft, haben einfach gesagt, Mensch, schön, dass du wieder da bist. Nicht so dieses und Mitleid und wie schlimm und Katastrophe. Da kann ich ja sowieso überhaupt nicht drauf, sage ich mal ganz direkt. Ich gesagt, Leute, die einfach kamen und mir auf die Schulter geklopft haben, haben gesagt, Mensch, schön, dass du wieder da bist und jetzt gehen wir wieder trainieren, auf geht's. Dann gibt es natürlich Leute draußen auf der Straße, die Straßenseite wechseln. Ja, sage ich ganz klar, die haben ein Problem. Dann gibt es Leute, die gucken sich um, die glotzen dir hinterher. Wie reagieren Sie dann? Was habe ich denn damals? Also heute würde ich anders reagieren als damals. Ich glaube gar nicht. Und wie würden Sie heute reagieren, wenn Sie einer blöd anglotzt? Oder? Entscheide ich auch immer direkt in der Situation. Also aktuell bin ich dazu übergegangen, da einfach auch Größe zu zeigen. Und sage, komm, ich will ja nichts von dir, du willst ja was von mir. Ich mache gar nichts. Ich gehe ein Stück zurück und sage, hier komm rechts vor links, geh mal durch und tschüss. Oder es kommt auch vor, das habe ich mal in einem Wartezimmer gemacht, in einem Sanitätshaus. Da merkte ich, also ich saß dort und musste warten und mir gegenüber saß ein älteres Ehepaar.
mit dem lokalen Käseblättchen und sie lasen in der Zeitung und er guckte mich immer an. Also es war wirklich auffällig und es hat mich gestört. Ich bin dann aufgestanden, bin zu ihm gegangen und habe ihn ganz laut angesprochen, sodass es auch alle hören. Ich sage, schönen guten Tag, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie starren mich so an. Ja, ja, denn das war dem Hochnot peinlich. Ja. Ne? Nee, nee, und verkroch sich dahinter seiner Zeitung. Ja, also ich kann wirklich auch, ich kann auch Kontra geben, aber will ich jetzt gar nicht mehr. Ich komm, was willst du denn von mir? Also, und vor allen Dingen gemessen an dem, was ich erlebt habe, was ich überlebt habe, was ich hinter mir habe, da ist mir doch so ein Blick echt egal mittlerweile. Aber da muss ich auch erst hin, musste ich erst hinkommen. Mhm. Wenn Sie das sagen, wie gesagt, das Ganze ist 15 Jahre her. Ich glaube, Sie wurden 20 Mal operiert seitdem. Wie geht's Ihnen denn heute? Haben Sie noch Schmerzen oder ist die Kraft, die Sie hier ausstrahlen, ist das auch das, was Sie alltäglich einfach so genauso erleben? Ja, klar. Ja? Mhm. Also ich sag mal so, der Weg ist wirklich, der ist Brett, der ist stahlhart, nicht nur bretthart. Mhm. Das ist eine richtige Hausnummer, das ist richtig anstrengend, auch wenn ich hier so positiv kraftvoll sitze. Mhm. Ich muss richtig ackern, ja, das ist ganz klar. Ich muss mich anstrengen in vielerlei Hinsicht und halbe Kraft geht gar nicht. Ich muss immer 110% geben. Ich sag's so, es geht mir gut. Ja, ich bewege mich auf einem wirklich hohen Niveau meines Lebens oder auch auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, was meinen Körper angeht, was, ich sag mal so, meine innere, persönliche Weiterentwicklung angeht. Aber ich tue auch was dafür. Also ich muss wirklich sagen, Sie haben von harten Bandagen gesprochen, dass nichts mit halber Kraft geht. Ich glaube, man spürt, das muss ein unglaublicher Kraftakt gewesen sein, nach diesem Drama, nach diesen Schmerzen so wieder zurück ins Leben und in den Alltag zu finden. Da kann man wirklich sagen, Respekt für das, was Sie da hinbekommen haben. Ich muss auch dazu sagen, mir ist das... Also ich muss auch dazu sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass sie überhaupt was hatten, weil ich schaue als erstes, wenn ich Leute das erste Mal sehe, ins Gesicht und also mir ist gar nichts aufgefallen. Nur jetzt natürlich, wenn sie sagen, ich habe hier was, dann guckt man dahin. Das ist normalerweise, wenn man die Leute auf Fehler aufmerksam macht, dann sieht man die und eigentlich, ich habe es nicht gesehen und keiner ist perfekt. Ja. Okay. So ist es. Warum sind uns denn die Blicke der anderen überhaupt wichtig? Naja, also ohne die Blicke der anderen können wir eigentlich nicht existieren. Also das fängt ja schon bei der Geburt an, würde ich mal sagen. Also wir müssen irgendwie sehen oder spüren, schon als Säugling, dass wir angeguckt werden, dass uns die Mutter oder der Vater auch wirklich willkommen heißt. Also ein Psychoanalytiker hat mal gesagt, ein Säugling muss den Glanz im Auge der Mutter sehen, das Willkommen. Und dann entwickelt sich eine sichere Bindung, eine Gewissheit, ich bin willkommen, ich darf hier sein. Und das ist schon mal eine Garantie, wenn wir das sehr früh erfahren, dann ist das eine Garantie, ein bisschen durchs Leben besser zu kommen. Aber es reicht nicht aus. Also wir brauchen die Blicke der anderen weiterhin. Also wir können nicht sagen, okay, in der Kindheit haben wir es gekriegt und später brauchen wir es dann nicht mehr. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Akzeptanz. Wir müssen uns einordnen können, wie sehen mich die anderen? Wie nehmen die mich wahr? Stimmt es ein bisschen mit dem überein, wie ich mich sehe? Und es hat was zu tun mit Akzeptanz. Wenn wir nicht gesehen werden, sind wir irgendwie nicht da. Also wer bin ich, wenn mich keiner anschaut? Wer bin ich, wenn mich niemand wirklich wahrnimmt in dem, wie ich bin? Das ist existenziell wichtig. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, gesehen zu werden. Also ohne Blicke geht's nicht. Aber es kommt halt auf die Blicke an, ne? Wir reden heute über Blicken, denen man sich unfreiwillig stellt. Wir reden aber auch über Blicke, die man haben will. Ja? Blicke, nach denen man sich sehnt, Herr Strassburg. Sie sind Musiker, Sie sind ein vielfach ausgezeichneter Elvis-Darsteller. Wie wichtig, wie sehr genießen Sie die Blicke der anderen? Ja, das ist... Kommt natürlich immer auf den Moment an. Ne? Es gibt den großen Moment, wenn man auf die Bühne geht. Also das, weswegen man das Ganze macht, ist, also ich glaube wirklich, dass jeder Musiker
es nur tut, wenn er seine Kunst darstellen kann. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Musiker, die in der heimlichen Kammer zu Hause was produzieren und sagen, ich schick's auf die Straße und dann gucke ich mal, was passiert. Wie ist denn dieser Moment? Wie ist denn der Moment ist der entscheidende. Er ist für mich entscheidend und ich glaube auch fürs Publikum entscheidend. Es ist jede Show, also für mich selbst als Beobachter einer Show, ist der Moment, wenn der Künstler auf die Bühne tritt, der entscheidende. Wollen Sie dann gleich alle Blicke haben? Ja, ja? Natürlich. Also das ist das Zentrum. Also wenn man das Zentrum darstellt, das ist nun mal in der Show, ich mache, bin ich das Zentrum der Show. Und das ist entscheidend, dass ich nicht erst die Blicke einfangen muss, sondern es muss im ersten Moment klar sein, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich da bin und dass es jetzt losgeht. Und das ist schon, das hat mit Inszenierung zu tun, das hat natürlich mit der Optik zu tun. Und das ist am Anfang eine extreme Anspannung. Also ich kriege immer ein komisches Gefühl, wenn ich kein Lampenfieber habe. Mhm. Wann sind Sie denn Elvis verfallen? Ich meine, Sie sitzen hier, wir reden so selbstverständlich darüber, aber das hat ja eine Geschichte. Wann ging das denn los? Eine Geschichte ist, glaube ich, wie es die meisten erwischt. Ich habe Elvis, ich war tatsächlich 6 Jahre alt und während ich meinem Cousin gespielt habe, lief im Hintergrund auf irgendeinem Fernseher Schwarz-Weiß-Ausschnitte von Elvis. Mhm. Und ich war abgelenkt. Nur von dem, es war gar nicht, die Musik war so leise, ich war nur abgelenkt und habe immer wieder auf den Bildschirm gucken müssen. Habe diesen jungen Irrwisch auf der Bühne gesehen, wie er im Endeffekt von links nach rechts auf den Knien und alles gegeben hat. Und dann hat, auf der Rückfahrt habe ich meine Eltern gelöchert über diese Person. Und die selbst sind ja in der Zeit sogar in den USA gewesen, wo Elvis auch seine große Phase, Vegas-Phase hatte, konnten mir da nur bedingt weiterhelfen. Und vor allem, sie konnten mir musikalisch nicht. Wir hatten damals, weiß ich nicht, wie viele Radiosender, nicht so viele wie heute. Und ich habe meinen Vater dazu genötigt, permanent den Radiosender zu wechseln, zu sagen, ich will jetzt noch einen Elvis-Song hören. Das hat ihn irgendwann so genervt, dass er abgefahren ist und gesagt hat, so, wir kaufen dem Jungen jetzt eine Kassette. Schieben die rein und dann habe ich die restliche Rückfahrt. Kassetten dann. Weil es war Kassette, ja, wer es nicht kennt, aber vielleicht kommt es mal wieder. Vinyl ist auch wieder da. Ja, genau, Vinyl, vielleicht kommt irgendwann die Kassette wieder. Ja. Weil es war eine lange Rückfahrt, wir waren irgendwo im Rheinland unterwegs und dann hat er gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit, schieb ihm die Kassette rein. Und dann habe ich die gesamte Rückfahrt, die Kassette einmal hoch, einmal runter gehört. Und ab da war es passiert. Dann war natürlich stark die Musik im Fokus. Zu der Zeit liefen diese Elvis-Filme liefen sehr viel im Fernsehen. Umso älter ich wurde, umso mehr hat mich die Person dahinter interessiert. Weil natürlich zu der Zeit, und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, was Elvis losgetreten hat. Heutzutage, wenn eine Miley Cyrus halt nackt auf einem Wrecking Ball durch die Gegend hüpft, dann interessiert das eigentlich kein Mensch mehr. Aber die Energie, die er damals und den Weg, den er damals gegangen hat, ist natürlich enorm. Man muss sagen, Elvis ist natürlich ein Vorbild für mich, musikalisch ein ganz großes und in Teilen auch ein menschlich ein Vorbild für mich. Und wenn man ein Vorbild hat, dann hält man das in Ehren. Ich bin keiner, der irgendwie Elvis heilig redet, ist ein Mensch gewesen. Aber musikalisch hat er halt auch eine relativ hohe Latte gelegt. Sie waren dann ja irgendwann auch in Memphis, der Heimat des King. Ne? Und da haben Sie dann gemerkt, dass Sie auch ein bisschen Ähnlichkeit haben. Erzählen Sie mal. Ja, es war, ich bin da ganz normal, es war Hochsommer und wir sind dann durch, also gesamte Strecke gemacht, so also eine komplette Elvis-Reise, 17 Staaten besucht, Ende war Memphis und in Flipflops, kurzen Hosen, 3-Tage-Bart, stand ich irgendwo vor den Sun-Studios und dann kam eine ganze Horde Amerikaner und dann der nächste und dann nochmal ein Foto und nochmal ein Foto und ich hab so, ja, was wollen die denn alle? Ja, ich stand an einem traditionsreichen Ort. Und dann haben die also hier, you look like Elvis. Und ich so, ja gut. Jo. Die Blicke waren da. Die Blicke waren da. Da in dem ersten Moment ist man dann doch überfordert damit, weil man nicht auf der Bühne ist. Man ist nicht präpariert darauf. Das war der erste Moment, wo ich mich damit auseinandersetzen musste, dass es mich auch in meinem privaten Umfeld, was ja dann auch, sage ich mal, umso mehr wurde, dieser Elvis, also Elvis lebt Spruch, den höre ich nachts, den höre ich morgens, den höre ich mittags, abends. Also, oh nein. Nervt? Ja, den hört man in von jeglichem Alter. Das ist schön, weil das heißt, Elvis lebt tatsächlich, weil auch noch 14-Jährige kennen ihn. Hm. Also halt Elvis lebt, Alter, oder so. und natürlich, man läuft vorbei im Supermarkt und dann hört man noch, der sah aus wie Elvis. Und so Sprüche. Das ist normal, damit muss ich leben. Das ist auch völlig okay für mich. Wo ist denn Ihr weißer Anzug?
ja, ich trete ja nicht auf der Bühne. Aber Sie kommen heute mit Schwarz. Ich dachte, Sie sind Elvis. Ja, Elvis hat ja nicht nur weiße Anzüge. Auf der Bühne trage ich natürlich mindestens einmal einen weißen Anzug. Und 68 beim Comeback hatte er Schwarz. Schwarzes Leder. Schwarzes Leder, ne? Ja. Aber wie sieht es denn aus? Erwarten die Leute dann von Ihnen auch, dass Sie mit einem Cadillac rumfahren? Also sollen Sie dann auch wirklich Elvis sein? Das geht schon sehr weit. Also es ist diese Illusion, die man schafft, ist dann, das ist ja einerseits gut. Für mich ist es so, dass ich sage, okay, ich schaffe es, die Leute in meinen Shows, sie so weit zu bringen, dass sie sich auf diese Zeitreise mitnehmen lassen. Weil ich versuche genau diese Energie, die Elvis in den 70er Jahren, wo er viel live gespielt hat, in die Seele gebracht hat, das versuche ich auch. Dafür arbeite ich sehr viel, dafür stecke ich extrem viel Emotionen in meine Auftritte. Das kostet mich jedes Mal sehr viel Kraft, aber es ist klar, die Show endet eben nicht nach 2 Stunden, sondern die Show endet dann, wenn ich zu Hause im Bett liege. Das habe ich auch verstanden. Also die Leute, gab es mal, ich bin dann hinten aus dem Saal raus, habe mein Zeug ins Auto und dann standen welche so da. Das ist Ihr Auto. Und ich so, ja. Es war halt damals ein läppischer Opel Zafira. Also mit Sicherheit kein sicherer, kein tolles Auto. Ich krieg's so, hab's auch nicht mehr. Aber die erwarten dann natürlich entweder einen Mustang oder was Ähnlichem. Und das, also ganz viel auch, ich darf nicht in Jeans rumtragen. Es gibt welche, die wollen es nicht ertragen, mich in Casual Wear von heute, in Jeans und in Sweatshirt zu sehen, sondern dieses, was Elvis natürlich auch geprägt hat, war immer dieses Good Looking und diesen eigenen Stil. Den gibt schon Leute, die erwarten das. Das ist... Sie haben über diese Show geredet. Ich denke, wir müssen jetzt auch mal was hören und sehen. Ja. Ja? Sie also in Aktion, Elvis Strasburg. Of holding hands and red bouquets and twilight trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Go, 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 tell me go, go. Also, die Blicke Ihrer Fans sind Ihnen gewiss. Glauben die denn in dem Moment so ein bisschen, dass Sie wirklich Elvis sind? Die Leute verstehen, wenn sie mich zweimal sehen, verstehen sie, dass sie da nicht einen Elvis-Imitator sehen, sondern dass sie ganz viel Nils erleben. Und die zweimal kommen, haben dann auch diesen Touch, dass sie sagen, ich gehe zu Nils und schaue mir die Show von Nils an, die natürlich im Elvis-Gewand ist. Also Elvis wird immer ein Teil Ihres Lebens bleiben, so Absolut. Hört sich das an. Sie, Frau Nuber, haben ja auch gesagt, sowas kann süchtig machen, dass man das braucht. Werden auch die Blicke der anderen immer ein Teil Ihres Lebens bleiben? Brauchen Sie die mittlerweile auch? Also ich kann ganz viele Künstler verstehen, die sagen, die nicht aufhören. Und das ist das Schöne an der Kunst, man kann sie machen bis ins hohe Alter. Ich weiß, dass ich dieser Rolle irgendwann entwachse, dass ich, das ist so der Punkt, ich muss gucken, dass ich fit bleibe, ich muss gucken, dass ich diese Rolle bedienen kann. Aber warum soll es nicht irgendwann mal Elvis à la Swing geben im Smoking, der dann vielleicht schon weiterentwickelt ist. Oder der Smoking sieht dann halt aus, wie Elvis ihn vielleicht getragen hätte, wenn er älter als 50, 60 geworden wäre. Ich glaube, ich werde mein Leben lang diese Musik mögen und lieben und machen. Wohin sie sich entwickelt, das ist das Schöne in der Kunst, das weiß man ja nicht. Und die Blicke brauchen Sie? Ich glaube schon. Deswegen verstehe ich jeden, der zurückkommt und sagt, ich mache ein Comeback und bis es mich erwischt. Udo Jürgens oder das sind so Beispiele, den kriegt man nicht weg. Man lebt davon. Das ist die Energie, der Impuls, der übergeht, den man braucht, die Kraft. Ich glaube, man muss auch verstehen, dass es Energie kostet, auf einer Bühne zu stehen. Und dass eine Energie aus dem Publikum kommt. Das Publikum beabsichtigt das gar nicht. Aber wenn es viele Menschen sind, ist es auch viel Energie. Und das ist sozusagen die Interaktion eines Live-Auftritts. Das erlebt jeder Musiker. Also Sie sind so, dass Sie sagen, das finde ich sehr sympathisch, ich brauche
die Blicke der anderen. Deshalb hoffen wir einfach, dass Ihnen das Publikum, die Begeisterungsfähigkeit, auch Ihre Leidenschaft so lange wie möglich erhalten bleiben. Vielen Dank schon mal. Sie haben diesen Moment, diesen ersten Moment beschrieben, wenn man auf die Bühne geht. Wie wichtig ist für uns alle dieser erste Moment, man sieht jemanden, man hat diesen ersten Blick. Wie wichtig ist das? Enorm wichtig. Also wir sagen ja auch, für den ersten Eindruck gibt es vielleicht keine zweite Chance mehr. Also normalerweise gibt es die schon, aber es ist halt, da erfassen wir einen Menschen. Ist der Freund oder Feind? Ist der sympathisch oder unsympathisch? Ist der mir wohlgesonnen oder nicht wohlgesonnen? Und daraus schließen wir dann auch was. Also leider schließen wir auch oft mal was Falsches. Also wenn jemand attraktiv und lebhaft und so auf uns zukommt, schließen wir auch, ist gleich ein guter Mensch. Also das ist es oft nicht. Also das hat die Psychologie nachgewiesen, mehrfach. Also wir schließen vom Äußeren auf innere Werte. Das ist das Gefährliche dabei. Aber trotzdem, der erste Eindruck ist natürlich enorm wichtig. Also für so jemanden wie Sie sowieso, aber auch für uns ganz normalen Menschen. Auch so in Beziehungen, auch in den Begegnungen im Alltag. Wie hat denn bei Ihnen so zuerst wen anvisiert? Er mich. Er Sie. Ja. Erzählen Sie mal, wie lief das? Also ich war auf einer Charity-Veranstaltung mit meiner damaligen Modelagentur und ja, ich habe ihn das erste Mal richtig wahrgenommen, als wir alle im großen Saal saßen. Sie saßen alle am Tisch und er saß parallel gegenüber mir an einem Tisch. Mhm. Und später hat er mir auch erzählt, er hat sich extra so hingesetzt, damit er mich anschauen kann. Und dann hat er mich die ganze Zeit angeguckt und ich war irgendwie erschrocken. Ich war damals 18 und ich fand es interessant, weil mich hat noch nie so ein reiferer Mann, ich habe ihn nicht als irgendwie alt betrachtet, angeschaut oder angeflirtet. Also erschrocken, aber interessiert irgendwie. Ja, ich war interessiert und wir haben dann so ein Spiel gemacht, er hat dann immer weggeguckt, so zur Bühne und dann immer hin und her, immer dieses Spiel, so dass man sauer wird, ja, guckt mich doch mal wieder an. Also ja, aber wir wurden einander vorgestellt davor, aber ich habe das irgendwie nicht so realisiert, weil ich wusste auch gar nicht, was Otto ist, weil ich dachte, das ist eine Marke oder sowas. Und bei der Aftershow-Party kam er dann wieder zu mir und dann haben wir Nummern ausgetauscht, aber ich dachte damals als 18-Jährige bei einer Modelagentur, ja, das ist jetzt Business. Und ich habe mich voll gefreut, so wow, geiler Kontakt. Der kann mir weiterhelfen. Und, ja, genau. Und dann habe ich in Monaco gedreht und er war dann in Kenia und dann habe ich eine SMS bekommen und dann stand da drin, ja, wollen wir uns mal nicht treffen, im Restaurant und so weiter. Und dann habe ich irgendwie verstanden, wohin das geht, in welche Richtung. Und ich habe mich dann natürlich sehr gefreut, weil es kam wirklich eine lange SMS, wo drin stand, was wir machen können, irgendwie auf dem Boot fahren oder so. Mhm. Und ich kannte das vorher nicht von Jungs, also weil die waren immer gemein zu mir. Und ja, oder haben sich nicht getraut. Und deswegen fand ich das sehr sexy. Und deswegen habe ich mich auch in ihn verliebt, weil, ja, also nicht sofort, so ein bisschen später. Worin haben Sie sich dann verliebt? Also nicht sofort, aber wir sind, ich war, wie gesagt, nie auf ein Date. Ich habe nie Blumen bekommen vom Jungen, nichts. Ich war mit 16 bei einer Castingshow und dann, wie gesagt, also wurde alles zu viel und ich hatte irgendwie, also ich hatte schon mit Jungs zu tun, aber ich hatte keinen festen Freund. Und die waren halt immer sehr fies zu mir und also er hat mir, wie gesagt, Blumen geschenkt, wir waren im Restaurant schön essen und dann meinte er, ja, lass uns mal wegfliegen zur Lorelei. Ich zeig dir da meine Bühne und alles, weil er beschäftigt sich auch viel mit Musik. Und dann, habe ich mich wirklich so langsam in ihn verliebt, weil ich fand das richtig toll. Und ich habe ihn damals nicht irgendwie als alt betrachtet oder so. Jetzt ist er natürlich ein bisschen älter geworden, hat schon ein paar Fältchen, aber ich liebe ihn trotzdem. Ja, ja. Das ist ja nicht älter geworden. Sie haben jetzt aber trotzdem ein paar Mal das Alter angesprochen. War das bei Ihnen umgekehrt auch ein Thema? Da liegen knapp 40, ich glaube 39 Jahre zwischen Ihnen. Erstmal, woran haben Sie Interesse gehabt als erstes, bevor ja, wir darum kommen? An diesem besagten Tag, an diesem Charity-Event, war es natürlich das Äußere. Also da war ich schon, als wir aneinander vorgestellt wurden, dachte ich schon, wow. Und sie war ja nicht die Einzige, da waren ja auch noch andere, aber sie hat es mir da besonders angetan. Und dann habe ich sie eine ganze Weile beobachtet, wo sie es gar nicht bemerken konnte, weil ich eben eine Position im Saal hatte, wo ich sie eigentlich nur im Profil sah. Und irgendwann habe ich dann gedacht, also irgendwie sitze ich hier falsch. Und dann habe ich mich umgesetzt und dann kam das Augenspiel. Haben Sie denn trotz Augenspielen und allem hin und her
auch mal gedacht, Mensch, jetzt bin ich bald 60, die ist jetzt noch nicht mal 20. Ich habe das nicht gewusst, wie alt sie ist. Ich habe sie auch für älter gehalten. Aber als sie es dann wussten, war. Sie wussten dann, sie ist 18, haben Sie da im Moment gedacht, Mensch, kann ich das bringen? Ehrlich gesagt habe ich darüber nicht nachgedacht. Weil, doch, er dachte das schon. Ja, nein, nein. Die Wahrheit ist, ich habe versucht, ihr Alter rauszukriegen und damals war es nicht rauszukriegen. Ja, so, weil nirgendwo stand... aber irgendwann hast du es gefunden. Und irgendwann habe ich es dann gefunden, ja, ja. Aber das war halt nicht von gleich. Sie haben ja auch ihn und Otto angesprochen und so weiter. Sie sind ja ein wohlhabender Mann. Sie entstammen aus einer traditionsreichen Unternehmerfamilie, hanseatischen Unternehmerfamilie. Sie sind der zweitälteste Sohn von Werner Otto, dem Begründer des Versandhandels, sind selbst erfolgreicher Medienunternehmer, haben auch im Kulturbereich viel gemacht, haben dafür ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Und trotzdem, wenn Sie heute von anderen betrachtet werden, sind Sie dann vor allen Dingen der mit der jungen Freundin? Nein, nicht bei den Leuten, die mich kennen. Ja, die, ich meine jetzt von der Öffentlichkeit, von denen, weiß von denen nicht. Sie die Blicke bekommen. Weiß ich nicht. Ich bin auch, was die Blicke angeht, wie soll ich mal sagen, scheinresistent, ja. Also so scheinresistent, richtig, das ist ja, weil gut. So richtig resistent ist ja keiner. Aber ja. Also zum einen erfahre ich es meistens als was Positives. Und dann ist es auch so, ich sag mal, ich möchte in keiner Gesellschaft leben, wo alle einer Meinung sind. Ja. Also insofern, auch wenn Leute vielleicht Neid oder sonst was an den Tag legen, ist das für mich auch okay. Die artikulieren das dann nicht so, die machen das vielleicht auf Facebook oder so, aber nicht einem persönlich gegenüber. Ne? Ich kriege eigentlich nur die netten... Und das andere steht in den sozialen Netzwerken. Naja, da wissen wir ja, dass da relativ ungehobelt gesprochen wird. Und das ist ja auch so. Und ich sag mal so, die Medienwahrnehmung, das muss man auch dazu sagen, ich bin ja nun aus dieser Branche, die ist immer eine etwas verzerrte. Ja, also weil man kann gar nicht richtig darstellen. Ja, also bei mir ist es schon alleine. Bin ich jetzt Versandhauserbe? So, da denkt man ja nur noch ans Geld. Da denkt man doch was anderes gar nicht mehr. Ja, das auf Personen bezogen. Sie in dieser traditionsreichen Familie, wir sehen das Foto. So, als Medienunternehmer, okay, da gehöre ich dann schon mal einer Branche an. Mhm. Es sind aber nicht nur Medien, es ist auch Musik und. Aber der Typ, der ich bin, das ist jemand, der hat einen handwerklichen Beruf gelernt, Restaurator. Der hat Kunst studiert, ja, und während seines Kunststudiums hat er das, was er gerne als Schüler schon gelernt hätte, aber kein Instrument lernen durfte, hat er dann als junger Erwachsener angefangen, Musik zu machen und irgendwann war die Musik wichtiger als die Kunst. Und von der Musik bin ich ins Radio gekommen. Also ich bin nicht der Mann mit der Excel-Tabelle, für den mich die vielen halten, sondern ich bin eigentlich ein durch und durch künstlerisch denkender Mensch, der im Business gelandet ist. Das alles erfahren wir ja hier. Aber wenn wir Blicke sehen, dann haben wir vielleicht ein paar rudimentäre Informationen, das ist genau, was Sie sagen. Und dann ist zum Beispiel der Altersunterschied da. Ist das eigentlich noch ein Thema in dieser Gesellschaft, der Altersunterschied? Oder... Ja, durchaus. Also ich denke, das Schubladendenken ist natürlich immer noch da, das ist nicht weg. Also wir ordnen ein, älterer Mann, jüngere Frau und schon ratter, dann kommen dann die Vorurteile, warum sind die zusammen, er hat Status, sie hat Schönheit. Und das ist seit der Menschen gedenken, die Evolution, das ist die Grundlage der Evolution immer gewesen. Frauen suchten Sicherheit, Männer suchten Schönheit oder eben auch Schmuck. Entschuldigung, also das ist jetzt sehr klassisch und sehr unklar ausgedrückt. Aber das ist das Klischee und das ist durch die Evolution belegbar. Das ist immer noch da. Wir haben immer noch das traditionelle Denken. Deswegen wird das abgerufen. Witzigerweise machen die Menschen ja dort eine Ausnahme, wo es um Kunst geht. Weil Maler, die mit jungen Frauen, ob Musiker, und das ist ja das, wo ich sag mal mein Lebensweg sozusagen. Aber man muss sie halt kennen, man muss wissen, was sie für einen Hintergrund haben. Dann wird das aufgeweicht. Aber es geht ja um den ersten. Ja, ja. Sie haben ja gesagt, dass und das meinte ich aber mit dem verfälschten Eindruck. Sie haben ja gesagt, Sie sind scheinresistent. Sie haben auch gegen öffentliche Blicke. Sie haben auch Erfahrungen gemacht, schon bevor Sie beide zusammen waren. Frau Volk. Sie waren mit 16 schon bei einer Staffel dabei von Germany's Next
Topmodel. Ja. Da war es ja so, dass die Frauen, die sehr jungen Frauen, dort auch im Alltag mit Kameras begleitet wurden. Was hat das denn mit Ihnen gemacht, immer diesen Blick zu spüren? Also ich besitze heute einen totalen Kamerakomplex, weil es war damals so, ich war 16, war 3 Monate in einer Villa eingesperrt, wirklich keinen Kontakt zu Eltern, nichts. Und bei mir war es so, die Kameramänner sind mir hinterhergerannt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in den Garten rausrennen musste, weil die mir mit so einem riesen Kamerading hinterhergelaufen sind. Oder ich habe geschlafen morgens und auf einmal sehe ich dieses grelle Licht vor mir. Und wie gesagt, ich war damals 16, ich kannte überhaupt nicht das Fernsehen, nichts. Und so ein halbes Jahr später, als das vorbei war, bin ich morgens wirklich mit der Decke über meinem Kopf wach geworden, weil ich dachte, da steht noch diese Kamera. Und ja, also das hat schon was mit mir ausgelöst und die sind mir wirklich durchs ganze Haus hergerannt und ich habe auch noch die angeschrien und meinte, ja, filmt doch die und nicht mich. Und darauf haben die nicht gehört, sind weiter hinterhergerannt und den einzigen Ort, den ich wirklich hatte, war dann die Toilette zum Verstecken. Das heißt, immer wenn Sie Kamera sehen, werden Sie schon hektisch? Also nicht hektisch, nein, man gewöhnt sich langsam dran, aber man ist schon so... immer das im Blick. Dann frage ich mich, Sie leben ja öffentlich. Warum schotten Sie sich dann nicht viel mehr ab? Also Sie machen ja auch bei manchen Formaten mit. Ja. Sie haben auch gesagt, das, was da manchmal privat ist, haben Sie im Interview mal gesagt, ist oft gar nicht privat, sondern ist arrangiert. Man ist dann irgendwo an einem bestellten Ort, der von dem Sender quasi schon hergerichtet wurde. Aber warum machen Sie da überhaupt mit? Weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, obwohl da die Kameras sind, obwohl die Blicke... Ja, wenn man weiß, da ist auch eine Kamera und das ist alles so wie hier jetzt gesetzt, dann macht das Spaß. Und wir verdienen ja auch, also ich verdiene ja auch mein Geld dadurch zum Beispiel. Und wir haben ja auch eine eigene Sendung und alles gehabt und die haben das auch gut bezahlt. Ja, also mir macht es Spaß natürlich. Nur wenn einem hinterhergerannt wird und man ist jung, dann ist das schon wieder was anderes. Also Sie suchen auch die Blicke, auch natürlich bei Facebook, bei Instagram posten Sie auch was über Ihre... Ist diese Aufmerksamkeit, ist ganz am Anfang mal gesagt, auch eine neue Währung dieser Gesellschaft? Absolut. Also wir brauchen... Wie wir gesagt haben, jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit und es wird immer schwieriger. Aufmerksamkeit ist ein schwieriges, ein seltenes, ein rares Gut. Also so viele buhlen um Aufmerksamkeit, also Sie sagen die sozialen Medien, man muss gar nicht so schön und starr sein, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es wird alles Mögliche gepostet und es wird immer nur das Positive gepostet und das Tolle und Schöne. Es gibt eigentlich überhaupt keine Probleme mehr in der Welt, wenn man in diese sozialen Medien guckt. Das heißt aber, ich muss da mithalten. Also wenn ich irgendwie auch Aufmerksamkeit kriegen will, muss ich ja auch Ähnliches zu bieten haben. Und wenn ich das jetzt nicht so offensichtlich habe, muss ich mich anstrengen. Bitte? Deswegen poste ich auch nicht so viel. Ja, aber andere Menschen haben das notnötiger, weil wo kriegen sie das her? Sie kriegen das sozusagen auf dem silbernen Tablett, also man läuft ihnen nach und dann haben sie die Aufmerksamkeit. Die haben Normalsterbliche jetzt nicht so automatisch, dass ihnen jemand nachläuft mit einer Kamera. Aber wir brauchen eben das und deswegen müssen wir drum kämpfen. Früher war es nicht so schwierig, Aufmerksamkeit zu kriegen. Da war es irgendwie in dem kleinen Kreis, in dem wir gelebt haben, in unserer Familie, in der Gemeinde, hat man die Aufmerksamkeit gekriegt. Sie haben ja auch gesagt, der Altersunterschied, das ist ein Thema, weil man diese Bilder im Kopf hat. Wenn man sie dann zusammen erlebt, dann ist es immer was anderes, weil man sieht, was ergänzt sich denn da. Das erlebt man ja auch ganz oft bei Menschen, die auf den ersten Blick ungleich wirken. Natürlich kann man jetzt anfangen zu rechnen und sagen, okay, in 20 Jahren ist er so alt, sie ist so alt. All diese Dinge, die man rational durchspielen kann. Trotzdem, wie geht es bei Ihnen jetzt weiter in Zukunft? Also denken Sie auch an gemeinsame Zukunft? Wie weit planen Sie? Also er hat mich schon gefragt und ich habe ja gesagt. Also nur noch mal, etwas genauer. Er hat Sie gefragt, Verlobung heißt es? Oder können Sie es noch mal ein bisschen mehr ausschmücken? Ja. Also das ist passiert. Ist das dann, also der Ring, den wir da sehen, ist das dann ein Verlobungsring? Vielleicht. Jetzt wird also ein Rätsel rausgemacht. Aber ja, hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Ja? Ja. Wie lange sind Sie jetzt zusammen? Im Mai 3 Jahre. Im Mai 3 Jahre? Ja. War das ein Schritt, der immer für Sie schon klar war, Sie zu fragen? Oder ist der irgendwie aus einem Moment heraus entstanden? Ja, es war schon irgendwo ein... Denke ich, ja.
Also ich habe jetzt nicht den Moment, wo ich mir das so klar gemacht habe, jetzt frage ich oder so. Ich habe das dann irgendwann gefragt, da war ich mir sicher. Und war für Sie dann auch klar die momentane Entscheidung, er fragt Sie und das Ja kam? Oder? Ja. Ja? Ja. Also ich merke, das ist ein Moment, der ist privat, da wollen wir auch gar nicht weiter eindringen. Ich finde das sowieso schon überraschend, dass Sie uns das jetzt hier so sagen. Ja. Aber das zeigt, dass das, was vor 3 Jahren begonnen hat, nicht nur für einen Moment gedacht ist, sondern offensichtlich auch noch auf Perspektive gedacht ist. Spricht ja auch für eine Tiefe in Ihrer Beziehung. Vielen Dank, dass Sie hier waren und sich den Blicken unserer Zuschauer gestellt haben. Herr Bloh, die Welt besteht manchmal auch aus Kontrasten. Sie kommen wie übrigens auch Herr Otto ja auch aus Hamburg. Herr Otto hat oft auch die Blicke, das haben Sie ja auch gesagt, der anderen auf sich gezogen, auch durch die wohlhabende Familie. Sie haben auch Blicke gespürt, aber weil Sie nichts hatten, weil Sie auf der Straße gelebt haben. Und das waren auch Blicke des Herabschauens teilweise und der Ignoranz. Was war für Sie eigentlich schlimmer, wenn Leute Sie komisch angeguckt haben auf der Straße oder wenn Sie sie einfach gar nicht wahrgenommen haben? Gar nicht wahrgenommen zu werden ist schon sehr schlimm. Also ich glaube, dass die soziale Isolation und dieses nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein, dass das einem am meisten wehtut, weil ich glaube, dass wir alle irgendwo dazugehören wollen. Mhm. Und man sucht manchmal Blicke und man bekommt keinen zurück. Und das sind wirklich Probleme, die dann noch tiefer sitzen, weil es dann auf das Selbstwertgefühl geht und das Selbstbewusstsein. Und also diese Sachen beschäftigen sich dann viel mehr mit dem Kopf und der Psyche als diese ganzen Konstanten, die auf den Körper schlagen. Und deswegen ist entweder das Unsichtbarsein und wirklich abseits schlimm zu ertragen, genauso wie erniedrigende und verachtende Blicke, in denen man sich wirklich nicht mehr fühlt wie ein Mensch. Ich bin jetzt Lehrer und ich hatte ein Vorstellungsgespräch und dann hat die Frau mich gefragt, was ich denn war. Und dann habe ich ihr geantwortet, ich war nichts. Und dann hat sie mich ganz verdutzt angeguckt und meinte, das kann kein Mensch von sich sagen. Und heute habe ich auch gelernt, ich finde, hier sitzen viele Kämpfer, aber ich bin doch eher ein schwacher Mensch. Ich habe aber gelernt, Schwächen zu Stärken zu machen. Und seitdem geht es mir sehr viel besser. Und ich habe das Schlechte und Negative weggelassen. Und ich glaube, niemand, egal wie schlecht es ihm geht, sollte aufgeben. Das Leben ist wirklich ein wunderschöner Kampf und es lohnt sich, das weiter zu kämpfen. Sie haben mehr als 10 Jahre auf der Straße gelebt. Da wollen wir natürlich auch erfahren, wie kamen Sie überhaupt dahin? Sie hatten eine ganz glückliche frühe Kindheit, sind in Bayern aufgewachsen, hatten eine junge Mutter, die war Krankenschwester, haben bei ihren Großeltern auch viel Zeit verbracht. Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt. Dann hat Ihre Mutter Ihren späteren Stiefvater kennengelernt. Was hatten Sie zu ihm für ein Verhältnis? Ein sehr schwieriges. Erstmal war da gar kein Bezug. Mir war immer klar, dass dieser Mann nicht mein leiblicher Vater sein kann. Oft werden Kinder sehr naiv mit ihnen umgegangen oder mit mir wurde sehr naiv umgegangen. Und ich habe aber durchaus alles durchschauen können, was dieser Mann getan hat. Ich wurde trotzdem sehr stark durch ihn geprägt und heute bin ich aber hier und seit 2 Stunden bin ich richtig selig und wohlig, als ich hier angekommen bin. Ich fühle mich gerade unfassbar wohl. Ich habe hier vorne Rauasphalt, habe ich noch mal extra gefragt. Diesen Belag gab es halt bei mir im Dorf und ich kam hier vorne an und die Vögel haben gezwitschert und das gibt es in der Großstadt und auf der Platte nicht. Und ich habe mich sofort ruhig gefühlt wie damals und ich werde niemals diese Zeit und das Dorf vergessen und meine Großeltern. Schon mit 6 Jahren sind wir aber dann eben zu meinem Stiefvater in den Norden gezogen und ab dann ging so langsam das schwierigere Leben los. Ihre Mutter ging es dann auch sehr schlecht. Was war los mit ihr? Meine Mutter wurde krank, psychisch krank, hatte verschiedene Diagnosen. Es fing an mit Depression, Borderline, manisch-depressiv bis hin zur Schizophrenie. Oft in die geschlossene Anstalt gegangen, rein, raus.
der Stiefvater, zu dem gab es dann keinen Kontakt mehr. Sie ist gegangen, hat ihn verlassen, war eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Und hat irgendwann aber nicht mal mehr die einfachsten Arbeitsgriffe machen können. Und auch viel Entfremdung ist stattgefunden. Sie hat irgendwann mich tatsächlich nicht mal mehr gekannt oder hat Paranoia und hat auch schlimme Sachen gedacht, dass ich sie jetzt beraube, und hat ihre Tür abgeschlossen oder hat den Kühlschrank zugesperrt, weil sie mich angeschrien hat, du frisst mir die Haare vom Kopf. Ja? Und dann ist der Kühlschrank abgeschlossen und du schnappst dir noch Tomaten und Zwiebeln und irgendwie Essiggurke, alles, was halt so normal rumliegt, bunkerst das unterm Bett, damit du irgendwie die Nacht zu essen hast. Und mit 16 Jahren hat sie dann entschieden, ihre Vormundschaft abzulegen. Und in dem Moment hatte ich dann keinen gesetzlichen Elternvertreter mehr. Sie hat mich vor die Tür gesetzt und von da an war ich draußen. Sie waren draußen. Sie waren erst mal draußen, ja, was die Familie angeht. Wie ging es denn dann weiter? Haben Sie dann versucht, bei Freunden zu übernachten? Wie waren die nächsten Wochen und Monate? Ja, und ich glaube, das sagt ganz gut das Problem, was später kommt und warum wir diese Hürden haben, diese Probleme. Wir haben ein super tolles Sozialnetz. Und meine Frage ist immer, was passiert, wenn die Stricke reißen und wenn nichts mehr dich auffängt? Und ich bin rausgegangen, ich habe mich Freunden offenbart und auch da ist immer eine Grenze. Da gibt es dann auch immer den Moment, es gibt dieses Gefühl von Fehl am Platz. Ich weiß nicht, ob das Menschen kennen. Man wird eingeladen, fühl dich wie zu Hause, bedien dich. Aber ich hatte immer dieses Zurückhaltende. Ich habe meistens nur einen Teller gegessen, obwohl ich tierische Hunger hatte. Will auch nicht zur Last fallen, nicht aufdringlich sein. Genau, nicht zur Last sein. Man fühlt sich permanent Fehl am Platz und als wäre man wirklich eine Belastung. Das ist dann die eine Mauer, die man sich selber aufbaut. Die sehr hoch gehen kann. Gleichzeitig hört man dann am Morgen die Gespräche in der Küche der Eltern. Ja, wie lange ist er denn noch hier? Und heute vielleicht noch, aber morgen. Und das alles kriegt man ja auch mit. Und insofern hatte auch das alles ein Ende. Und darum hat es mich auch immer wieder zurück auf die Straße gezogen mit 16, eineinhalb Jahre lang, bis ich ja, Mitte 17 war. Und dann immer mal wieder, insgesamt, wie gesagt, ich glaube 11 Jahre. Genau. Beschreiben Sie doch mal, wie Sie den Alltag da erlebt haben. Wovon haben Sie gelebt? Wo haben Sie übernachtet? Wie ist das gelaufen? Wie haben Sie das erlebt? Man muss auf jeden Fall eine Routine entwickeln. Und das Schlimme an der Straße und dieser Sogeffekt ist, dass man immer nach Grundbedürfnissen hinterherjagt. Und dass man hat keinen Blick für was anderes. Das heißt, Hunger, Kälte, Gewalt, Schlafplatz, Geld, das sind so die Konstanten und es fängt morgens an und ich bin so dankbar. Heute kann ich morgens aufstehen, habe Frühstück, Dusche und Anziehen in einer Viertelstunde erledigt. Dann früher musste ich erstmal aus dem Schlafsack kriechen, dann brauchst du ein richtiges Versteck, damit die Sachen nicht geklaut werden und dann beginnt die Reise und du hast ein ganzes Leben in einer Tasche gepackt und damit läuft man tatsächlich die ganze Zeit durch die Gegend. Wie wird der Hunger gestillt? Ist das? Ja. Gar nicht so einfach irgendwie, oder? Nicht so einfach. Man verhungert nicht. Ich glaube, das Schlimme ist immer, dass wir leben in einer Welt, in der wir konsumieren. Und ich laufe über die Reeperbahn und da sind Leute, die sitzen mit dreifach Burgern. Und ich esse jeden Tag Suppe und jeden Tag trockenes Brot. Und das ist eben auch das. Ne? Dieses Auffallen, es geht ja auch hier heute um dieses Thema, das fällt mir dann zum Beispiel auf, wie anders ich so. Ich lebe nur von diesem Minimum permanent und ich glaube, das ist das, was so schwierig ist, zu sehen, wie die Umwelt schlemmt und man selber aber sich dann doch nur mit dem Wenigsten zufrieden geben muss. Bei uns war auch mal eine ältere Dame, die mit ihrem Geld nicht mehr klarkam und die dann in Mülleimern versucht hat, was zu finden und dann gab es sogar Mülleimer-Reviere von Menschen, die dann gesagt haben, hier ist mein Bereich. Haben Sie auch in Mülleimern gesucht? Haben Sie Klar. Gebettelt? Und wie war das eine Überwindung für Sie? Was? Ich habe sehr, sehr große Demut vor Betteln. Ich finde, das ist eine Form von Hilfefragen. Und das heißt immer, man traut sich nicht nach Hilfe zu fragen, aber in dem Moment kommt ein Mensch und
stellt sich wirklich unter einer anderen Person und sagt, ich brauche dich und ich brauche einen Euro. Und für mich ist es auch so, wer mich danach fragt, der bekommt etwas. Weil auf der Straße hast du wirklich nicht mehr viel, aber Selbstbestimmung, finde ich. Und ich bin nicht der Richter der Menschen. Und darum gebe ich Geld, egal für was er das investiert. Das ist nicht mehr meine Sache. Für mich war es die größte Hürde, denn auch wenn du auf der Straße bist, und das ist ja das heute, worüber wir reden, auch so Facebook, all diese Sachen, soziale Netzwerke, Stolz und Ego, das ist, wird in allen immer uns, das wird immer in uns sein. Es ist nur da, es geht darum, wie wir damit umgehen. Und für mich war das oft sehr schwer, diesen Stolz zu schlucken. Und ich habe mich auch oft falsch entschieden, deswegen schwacher Mensch. Ich habe früher viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich war lieber kriminell. Ich habe nicht wie die Menschen, die sich selbst entblößen, zu sagen, bitte hilf mir, habe ich lieber gewartet irgendwo und hätte vielleicht jemanden beraubt. Deswegen schätze ich das so sehr. Und ich habe mich oft falsch entschieden. Ich bereue vieles davon. Und genau da geht es, schlucke ich jetzt den Stolz. Oft habe ich es auch getan, weil man nicht anders überleben kann. Und auch natürlich im Mülleimer nach Essensresten, übrig gebliebene Bissen, also wirklich letztes Hamburgerstück, so, ne, drapiert man sich noch ganz ordentlich, weil man möchte ja Normalität herstellen. Ich habe früher immer eine Zeitung gehabt, weil die multifunktional ist. Habe dann das Papier ausgelegt, als wäre es eine Tischdecke und dann dieses kleine Rest-Burgerstück und habe dann gespeist. Man muss sich das irgendwie bewahren, aber... Auch zu versuchen, nicht aufzufallen, also so ein bisschen Normalität noch zu suggerieren. Genau, also für einen selber, weil man sieht natürlich im Müll, die Menschen gucken. Also inzwischen gucken sie ja nicht mal mehr, weil es so normal geworden ist, leider. Und es sind ja nicht nur Obdachlose, einfach, wir haben schlimme Altersarmut, gegen die wir was tun müssen. Ich sehe noch mehr ältere Menschen in diesen Mülleimer greifen, wo ich mir denke, es kann nicht sein. Was, glaube ich, Menschen gar nicht wissen, wenn sie es nicht bedenken. Man sammelt an Stellen, wo viele Leute sich umgeben, oft in auch schwierigeren Vierteln. Und wenn man in so einen Mülleimer reinfasst, dann kann da mal eine Ratte reinbeißen. Oh, oder man fasst in eine Heroinspritze. Ach, oder man fasst in eine Glasscherbe. Und ich glaube, niemand, der jemals in einen Mülleimer gefasst hat, ist ein schwarzes Loch. Und ich weiß nicht, was da rauskommt. Frau Nuber, Sie haben gesagt, wenn man als Kind auf die Welt kommt, braucht man Blicke, um Sicherheit zu bekommen. Und Sie haben auch gesagt, es hört in der Kindheit nicht auf. Eigentlich braucht man sie weiterhin. Ja. Ja, was ist, wenn einem systematisch, wenn man auf der Straße lebt, Blicke entzogen werden? Was macht das? Also ich denke die ganze Zeit, das ist die andere Seite der Medaille. Also wir haben jetzt gesprochen von, wie das gut tut, dass wir Blicke bekommen. Und was Sie da schildern, ist so eindringlich und eindrücklich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wegschaut, also die den Blick verweigert. Also Blicke zu bekommen ist gut, manchmal sind sie kritisch, manchmal sind sie neugierig, manchmal sind sie voyeuristisch, aber es sind Blicke. Und was Sie jetzt schildern, das ist, die gucken weg. Also wir gucken, wenn jemand uns um einen Euro anbettelt, gucken viele Leute weg. Oder man sieht einen Obdachlosen liegen, so wie jetzt die Bilder da waren, man guckt weg. Und das ist doch der Skandal, dass also die Blicke, die wir in jeder Situation brauchen, in welcher Situation wir auch sind im Leben, dass die dann gerade dann verweigert werden, wo sie ganz, ganz existenziell wichtig sind. Und das haben Sie jetzt sehr gut gezeigt, was ich das macht. Noch mal echt an alle appellieren, auch hier wirklich so ein Blick. Und allein manchmal fragen mich die Leute, ja, ein Lachen, ist das nicht zynisch? Mhm. Aber nein, man wird wirklich gar nicht angeguckt. Und wenn, dann nur schrecklich. Und ein Lachen, ne, das ist umsonst und das ist so wertvoll, weil es Hoffnung spenden kann. Wir glauben manchmal an gar nichts mehr. Deswegen allein ein netter Blick kann jemanden, für ihn der schönste Moment des Tages sein. Und deswegen möchte ich auch so, jeder, gehen wir aufeinander zu, lachen wir uns an und dann haben wir auch weniger Probleme. Aber nein, ich hatte letzte Woche in der Bahn, oder ist jetzt auch schon länger her, da saß ein Mann mit halbnackt auf dem Sitz. Und ich bin eingestiegen und die Leute haben schon mit den Händen gefuchtelt. Und für mich ist keine natürliche Situation gewesen. Ich wollte dann helfen, habe ihn gefragt, was denn los sei. Und dann hat er, es war ja super kalt, und dann hat er gesagt, seine Hände waren so taub,
dass er die Hose nicht mehr angezogen bekommen hat. Und er hatte auch eine dicke Jacke neben sich liegen, die er nicht mehr anbekommen hat. Und so haben wir das gelöst, dann einmal aufgestanden, hin und her gezogen. Ja genau, was hat man im Winter gemacht? Das frage ich mich immer bei Obdachlosen, weil sterben da nicht auch welche, weil es so kalt ist? Wie haben Sie überlebt überhaupt? Ja, es sterben sehr viele. Haben Sie das gesehen auch? Ich kenne Jungs, die gestorben sind, ja. Aber was ich noch sagen wollte, weil Sie gefragt haben, was macht das mit einem Menschen? Das ist ja Ausgrenzung pur. Also wenn wir ausgegrenzt werden, also wir kennen das vielleicht auch von früher noch vom Schulhof, wenn man ganz am Eck, im Eck stand und alle waren zusammen und man war außerhalb. Ich habe das auch selbst erlebt als in einer Schule, wo eben Kinder ausgegrenzt wurden. Da fängt es an. Und was Sie jetzt ganz extrem erlebt haben, ist, ich gehöre nicht mehr dazu. Also ich gehöre nicht mehr zu dieser Gesellschaft. Was sind Sie dann? Also, weil Sie sagten, ich war nichts. Ich konnte das sehr gut verstehen, dass Sie das so gesagt haben, weil wenn man nicht mehr dazugehört, was ist man dann? Und da haben Sie aber offensichtlich die Kraft gehabt, dieses Nichts zu überwinden. Sonst säßen Sie nicht so hier, wie Sie hier sitzen. Wie reagieren Sie denn, wenn Sie jemanden sehen in der Straße? Also bei Obdachlosen ist es ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt, ich möchte mich nicht urteilen, aber es gibt so einen Obdachlosen, der war immer an der gleichen Stelle. Ne? Der immer an der gleichen Stelle. Und da hat man sich unterhalten und mich hat irgendwann dieses Trottoir nicht mehr interessiert. Dann habe ich gesagt, komm, aber hier die 2 Euro. Und ach, das Heft verkauf's nochmal. Ich brauch's nicht. Ich lese sowieso nicht. Komme nicht dazu. Keine Zeit. Dann gibt's welche. Jetzt ein Fall, Weihnachten oder um die Winterzeit drumherum hat sich jemand angenistet, direkt an dem Parkplatz, wo mein Auto immer steht. Und dann bin ich irgendwann hin und dann weiß man nicht, also er hat sich wirklich eingeigelt, so eine Art Iglu gebaut aus allem Möglichen. Und dann tastet man sich ran, also jeden Tag vorbei. Dann beobachtet man die Szenerie erstmal. Also er hat mir jetzt auch nicht die Blicke gegeben, dass ich ihm irgendwie mit ihm kommunizieren konnte. Dann war es irgendwann mal so, dann ging man hin. Ich bin zum Bäcker gelaufen, habe beim Bäcker einfach mehr gekauft, habe eine Tüte voll mit allem Möglichen, wo ich gedacht habe, das könnte jemanden vielleicht schmecken, hin und dann kam Ablehnung. Das ist ganz komisch, wie sie sich anhört, weil dann wurde mir einfach nur, nee, nein und zack. Und dann ist man so, dass man denkt, okay, jetzt habe ich einen Schritt gemacht, ich habe es versucht. Gibt es denn auch bei vielen, wenn Sie das ansprechen, dann irgendwann den Punkt, wo man gar nicht mehr offen ist für Blicke? Weil man so lange ausgegrenzt wurde, wie Sie sagen, dass man sagt, jetzt mache ich einfach auch zu, jetzt ist schottendicht? Selbstverständlich. Also man verleugnet sich selbst und die Menschen um sich herum und man belügt sich selbst und sieht die Menschen nicht mehr herum. Und ich nenne das immer so, ich war wie eine leblose Hülle. Ich bin einfach nur durch die Gegend gestreunert und habe weder mich wahrgenommen, noch das irgendwann um mich herum. Also mit der Zeit ist man wirklich in einer anderen Welt und deswegen ist es so schwer, wieder auf diese Seite zu gelangen. Sie haben, glaube ich, auch mal in dieser Situation was aufgeschrieben, haben den Zettel dabei. Vielleicht können Sie, ich weiß nicht, was Sie geschrieben haben, aber vielleicht können Sie uns das aus dieser Situation heraus noch mal vorlesen. Ja, sehr gerne. Also ich schreibe tatsächlich schon, seitdem ich ein Kind bin, muss immer an Oma denken, heute auch so oft, unter der Decke mit Taschenlampe habe ich so meine ersten Märchen, die sie mir immer zu Gute-Nacht-Geschichten verpackt hat, selbst inspiriert nachgeschrieben. Und das Schreiben hat nicht aufgehört und ich habe wirklich auch, bis die Hände gezittert haben vor Kälte, so meine Erfahrungen auf der Straße notiert. Und die Straßenlaternen waren sowas wie meine Nachttischlampe und dann saß ich da und ich war alleine, ich hatte Kopfhörer auf und dieses Papier und das hier ist ein Text davon, den ich direkt so danach aufgeschrieben habe. Ich stehe bei Penny in der Schlange an der Kasse. Die hellen Lichter verunsichern mich. Für 65 Cent besorge ich die günstigste Zahnbürste und die billigste Zahnpasta. Mein Zahn löst sich auf, fällt stückweise raus, während ich mit meiner Zunge die Löcher abtaste, als würden sie sich dadurch füllen können. Ich bin ungeduscht, die Klamotten sind dreckig. Ich stinke. Meine Haut ist trocken und beginnt zu jucken. Manche Stellen kratze ich blutig. Das geht einfach mit viel zu langen Fingernägeln, unter denen dicker schwarzer Dreck lagert. Meine fettigen Haare verstecke ich unter einer speckigen Chicago Bulls Cap. Ich schäme mich. Die Kapuze auf dem Kopf bringt ein bisschen Schutz. Ich spüre eure Blicke. Sonst seht ihr mich nicht an. Jetzt starrt ihr. Die Münzen sind schon vorgezählt, ich bezahle schnell und verschwinde in die Dunkelheit.
Und zu deiner Frage, auch die Kälte ist wirklich nicht das größte Problem. Die Kälte ist was, mit dem man sich selbst umgeben muss, genauso wie der Hunger. Aber wie wir alle sagen, das erste Unterscheidungsmerkmal zwischen normal und bedürftig oder normal und sonst anders ist eben das äußere Erscheinungsbild. Und hier fallen wir immer auf und ich wollte in diesen Momenten nie auffallen. Also erstmal danke, dass Sie uns so teilhaben lassen an dem, wie Sie das erlebt haben, was Sie da erlebt haben. Während der Flüchtlingskrise hat sich Ihre Situation dann verbessert. Sie haben sich engagiert, Sie haben einen eigenen Hilfsverein gegründet, Sie hatten eine Aufgabe, Sie waren dort Tag und Nacht und haben dort gearbeitet, Sie haben Kontakte geknüpft. Wie haben Sie dann das Zimmer gefunden, in dem Sie heute leben? Das war über eine Stiftung. Die De Keyser & Friends Stiftung ist auf mich aufmerksam geworden, tatsächlich über dieses Helfen. Und ich mag Phrasen nicht, weil sie so einfach sind, aber oft die richtige Antwort geben und wir uns das Leben sehr kompliziert machen. Aber so etwas wie tu Gutes und Gutes kommt zurück, ist sehr einfach, aber sehr wahr. Und seit 2 Jahren versuche ich Gutes zu tun und seitdem gehen Türen für mich auf. Und jetzt kann ich dazu noch beitragen, für andere die Türen zu öffnen. Sie arbeiten auch in der Schule für schwer erziehbare Jugendliche. Kriegen Sie da die Anerkennung? Kriegen Sie jetzt die Blicke? Also in der Schule bin ich ziemlich oft rausgeflogen. Mhm. So, und ich kann denen sagen, ich saß selber da, wo ihr saßt. Und das ist ein Programm für Hauptschüler. Und für mich ist das ein Neustart und das möchte ich denen zeigen und ich möchte einen Bezug herstellen und ich glaube, dass viele dieser jungen Menschen mich verstehen und ich kann sie verstehen und dass wir so gemeinsam irgendwie ein Ziel finden. Frau Kühne, kommen wir zu Ihnen. Sie sind Schauspielerin. Hm? Was lieben Sie an diesem Beruf? Also ich bin ja Schauspielerin und habe in dem Film Be My Baby mitgespielt. Das war meine allererste große Hauptrolle. Und ja, das macht einem dann schon Spaß. Also überhaupt so die Dreharbeiten am Set, das ist natürlich auch sehr schön. Mögen Sie denn die Blicke der Kamera? So haben wir ja gerade auch mal drüber geredet. Ja, haben Sie das gerne, wenn man Sie beobachtet bei Ihrer Arbeit? Ja, also eigentlich ist das schon schön. Also ich liebe die Kamera und ich finde das natürlich auch schön, überhaupt so vor der Kamera zu stehen und überhaupt so zu spielen. Also eigentlich, denke ich, braucht man eigentlich gar nicht so an die Kamera denken. Irgendwo, wenn man einfach spielt, jetzt zum Beispiel, jetzt wie jetzt bei den Bergrettern zum Beispiel, habe ich bei den Bergrettern auch mitgespielt. Also wenn man mal einmal nicht die Kamera sieht, einfach nur spielt, dann... Wenn Sie schon diese Leidenschaft haben, dann wollen wir jetzt Sie natürlich auch in Aktion sehen. Und zwar in der Hauptrolle, den Film haben Sie schon angesprochen, Be My Baby. Genau. Und dieser Film war immerhin, ja, Sie wollen noch was loswerden? Genau, und das Lustige daran ist, wenn jetzt gleich Be My Baby kommt, der Film, das Lustige ist jetzt, dass am 19. März, das ist ein Montag, dass er sogar um 0.50 Uhr auch nochmal läuft. Oh, das ist ein dezenter Hinweis. Aber eines wollte ich auch noch loswerden. Dieser Film, Be My Baby, war sogar für den Grimme-Preis nominiert. Genau, der war für den Grimme-Preis nominiert, das stimmt. Und Sie? Und da war ich da auch mit dabei. Nicht nur dabei, sie spielt die Hauptrolle. Genau. Nicole, mit wem sind Sie denn zusammen? Mit dem Hermann. Und was mit dem Manni? Mit dem habe ich Schluss gemacht. Mama, ich möchte bitte bald ein Baby haben. Das wäre keine so gute Idee. Nicole? Ist Nick da? Hallo, du schöner Junge. Es besteht aber kein Zweifel. Ihre Tochter erwartet ein Baby. Und von wem sollte sie schwanger sein? Hm? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir können uns ein Kind einfach nicht leisten. Das geht nicht. Mein Kind. Mein Baby. Mama! Danke.
Am nächsten Mittwoch, Mittwoch ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Ja, das finde ich natürlich auch, finde ich natürlich auch sehr schön, dass der 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag ist. Und deshalb würde ich da wirklich gerne aufmerksam machen wollen, den 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag, weil ich setze mich ja sehr für Inklusion ein und zum Beispiel auch für Menschen mit Behinderung und Down-Syndrom. Sie halten auch einen Vortrag an diesem Tag. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass es sowas gibt, den 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag. Wie würden Sie Menschen, ich glaube viele, die hören Down-Syndrom, Trisomie 21, die haben nicht so ein genaues Verständnis dafür, denken, ich glaube viele denken auch, ach, das ist irgendeine Krankheit. Wie würden Sie denen erklären, was ist das eigentlich, das Down-Syndrom? Also eigentlich normalerweise, das sehe ich eigentlich fast praktisch überall, dass es überall im Internet steht und das habe ich auch schon mal gesehen. Und jedes Mal, wenn ich sehe, was da steht, dann irgendwo bin ich Fuchsteufelswild, das finde ich dann gar nicht gut. Da steht dann jedes Mal, dass Down-Syndrom eine Krankheit ist. Dabei sehe ich das total anders. Down-Syndrom ist keine Krankheit, sondern wir leiden nicht darunter, sondern nur unter der Ablehnung der Mitmenschen, also unter der Chromosomen an meinen. Also Sie leiden nicht irgendwie unter irgendeiner Krankheit, sondern unter der Ablehnung der Mitmenschen. Gehen wir nochmal zurück und lernen wir auch Sie kennen, so wie wir auch andere ja kennengelernt haben, wissen, wann bei Ihnen bestimmte Leidenschaften entstanden sind. Vielleicht darf ich dazu einmal was sagen, weil ich das wirklich auch, ich finde, Sie waren heute ein sehr positiver, mit so viel Energie, bitte bewahren Sie sich das. Und ich glaube auch, dass Obdachlose und Menschen mit Down-Syndrom, und ich glaube, wir haben sehr ähnliche Blicke von Verachten und einfach, aber auch dieses Fremde. Und deswegen, du hast Sie haben absolut recht. Mit dem, was sie gerade gesagt hat, das wollte ich noch mal sagen. Ich habe es so noch nie gehört. Das ist auch irgendwie sehr schön, wenn ich auch so Obdachlose sehe. Also ich meine, irgendwo, man fühlt dann halt irgendwie halt auch so ein bisschen mit denen mit und so. Und wenn man und halt irgendwie sieht, was sie irgendwie herausfordern und was sie gerne haben wollen. Mhm. Ich meine, da ist es auch mal schön, überhaupt Blicke auf solche Menschen zu werfen und so. Und dass man halt ihnen irgendwie halt auch in der Not hilft und so. Und das finde ich natürlich auch schöner, wenn man dann, wenn man merkt, da macht einer Musik, da macht man ein bisschen mit oder so. Mhm. Oder man lächelt einfach mal an oder so. Frau Kühne, also wenn Sie sagen, dass Sie die Ablehnung, dass das eigentlich das Entscheidende ist, dass Sie sich nicht irgendwie das als Krankheit empfinden, erzählen Sie mal einfach, wie war das denn zum Beispiel in der Schule, in der Grundschule? Wie waren die Mitschülerinnen zu Ihnen? War das alles selbstverständlich oder wie waren die Lehrerinnen zu Ihnen? Ja, also fangen wir mal erstmal mit den Mitschülern an. Ja. Also mit den Mitschülern, da war es eigentlich ganz normal. Die hatten keine Probleme mit der Inklusion und mit denen habe ich mich auch ganz normal verstanden. Also es war eigentlich ganz toll, so die Atmosphäre so mit den Schülern. Und das war richtig super, richtig klasse, richtig toll. Also bin voll mit denen mitgekommen und so und habe da eigentlich auch wirklich auch gut lernen können. Und das war natürlich auch schön, dass ich mit denen immer mich gut verstanden habe. Hatten mal einen Nachmittag mal gehabt, wo wir es immer eingeladen haben. Und das war dann auch irgendwie richtig schön. Dann haben wir dann auch so einen Spielenachmittag gehabt. War ganz toll. Also ich habe mich mit denen eigentlich super verstanden. Und die Lehrerin? Und das mit der, ja, mit der Lehrerin, das war natürlich nicht so schön. Da hatte ich auch eine nicht so eine super tolle Lehrerin gehabt. Die hat gesagt, wenn ich habe das Down-Syndrom, also kann ich das nicht können. Und lernen darf ich sowieso nicht. Ich durfte nicht mal die gleichen Matheaufgaben rechnen wie meine Klassenkameraden. Und wenn ich es dann doch gemacht habe, hat es mir einfach ausradiert. Weil sie gesagt hat, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom. Also das heißt, Sie wollten teilhaben, aber es wurde Ihnen nicht so zugetraut. Es war dann auch so, dass es zuerst hatten Sie eine Überweisung für eine Sonderschule. Ihnen war es aber ganz wichtig, Regelschule zu bekommen. Ja, ich hatte eine Zwangsanweisung in die Sonderschule bekommen. Und sie wollte mich da halt, wie gesagt, abschieben in die Sonderschule. Mhm. Und da hatte ich eine Zwangsanweisung gehabt. Und das wollte man natürlich nicht, das wollte man natürlich nicht akzeptieren, haben weitergesucht. Und wir haben mit Mühe und Not es geschafft, dass ich die vierte Klasse nochmal wiederholen konnte. Und das ging dann natürlich dann auch. Also zuerst wurde dann gesagt, nee, das geht nicht und so weiter und so fort. Das Klassenziel darf ich ohnehin nicht erreichen und so weiter und so fort. Das ging überhaupt gar nicht, es ging irgendwie gar nicht, dass man irgendwo da versucht hatte, irgendwie da was dagegen irgendwie zu machen und so. Aber wir haben uns so stark angesetzt, da kann ich meiner Mutter wirklich alle Achtung sagen.
dass sie mich so lieb gehabt hat und mir geholfen hat. Das stimmt an. Was ich schon sagen kann, meine Familie hat mich sehr gefördert. Mhm. Und da bin ich natürlich auch sehr froh drum. Mhm. Und weil sie haben mir immer gesagt, ich darf was können. Und das fand ich natürlich auch sehr schön. Die haben einfach an Sie geglaubt. Mhm, genau. Was waren denn dann, waren Sie auf der Regelschule, was waren denn dann so Ihre Lieblingsfächer? Ja, also Englisch habe ich eigentlich immer sehr gerne gemacht. Ja. Es war eigentlich auch so gewesen, das war auch also Sonderpädagoge war das. Mhm. Und hatte da auch irgendwie einer gemeint, ja, Englisch würde ich nicht mitmachen können und so. Ich würde mit Sonderpädagogen in der Ecke sitzen und so weiter und so fort. Was ich natürlich irgendwie blöd fand. Das wollte ich natürlich nicht. Weil für mich war es ja schon wichtig, zu zeigen, dass ich wirklich was lernen kann und was lernen darf. Wie war das denn dann? Ja, und Sie hatten es war ja dann, ja, weil ich das mal sagen wollte, es war ja dann doch ein Irrtum, konnte natürlich Englisch gut mitmachen. Es war mein Lieblingsfach und in Englisch war ich die Klassenbeste, als ich in 1 gab. Wie war das denn? Es war ja dann nicht nur die 1 in Englisch. Sie haben erzählt, es war in der Grundschule die Lehrerin, die an Ihnen gezweifelt hat, Ihnen das nicht zugetraut hat. Wie war das denn dann, das Abschulzeugnis der Hauptschule in der Hand zu halten? Oh, es war schon sehr schön. Also nachher, als ich dann gewechselt habe, da hatte ich ja dann es geschafft, einen guten Hauptschulabschluss zu machen. Einen guten Notendurchschnitt mit 2,3. Und das war natürlich. Wir haben ja auch einen Bruder, ne? Genau. Der ist, glaube ich, 8 Jahre älter. Ja, der ist 8 Jahre älter als ich. Also da kann ich schon stolz auf ihn sein. Also ja. Er arbeitet in Ludwigshafen, ist Arzt. Na, und das ist natürlich auch ganz schön. Also für mich war ja immer ein, wenn man ihn da so sieht, für mich war er eigentlich schon immer ein sehr großes Plus. Und das, was er immer machen wollte, wollte ich auch immer machen, was Sie, er wollte. Sie sind ja dann auch in den medizinischen Bereich gegangen, ne? Und haben ein Praktikum auch gemacht. Mhm. Wie hat es Ihnen denn da gefallen? Was konnten Sie da alles machen? Ja, also ich habe ja eigentlich ja ganz, ganz viel gemacht. Ich habe ja ganz viele Praktika gemacht in Arztpraxen, im Altenpflegeheim, im Kindergarten. Also habe eigentlich ganz, ganz, ganz viel gemacht. Mhm. Sie haben ja dann auch Ihre Liebe, wie gesagt, fürs Schauspiel entdeckt, haben in diesen ganzen Rollen schon mitgespielt. Können Sie da auch Einfluss nehmen? Also können Sie da zum Beispiel wie Be My Baby, konnten Sie da auch mal sagen, ach, das ist jetzt zu sehr Klischee, so ist es nicht? Also hat man Sie da auch mit einbezogen? Ja, also ich denke eigentlich schon, ja. Mhm. Also bei Be My Baby, gut, da seh ich da manchmal auch, dass es da auch einige Klischees gibt. Mhm. Ja, wie zum Beispiel, ja, kann man schon einige Beispiele nennen, wie zum Beispiel die Nicole, die ist so klein, die muss immer an die Hand genommen werden und so, was für mich eigentlich ja nicht war. Also man muss mich nicht immer an die Hand nehmen, weil so wie ich jetzt hier sitze, ich bin eine erwachsene Frau mit 33 Jahren und ich finde, das muss jetzt eigentlich nicht sein, also dass ich unbedingt von meiner Mutter an die Hand genommen werde oder so. Und ich meine, da gibt es leider schon viele Klischees, also auch wenn man selbst das Down-Syndrom hat, da gucke ich halt dann trotzdem immer meistens, was kann ich? Und das finde ich natürlich auch viel schöner, wenn man selbstbewusst ist, wenn man weiß, man kann was und so. Aber was ich natürlich schade finde, dass man immer guckt, was man nicht kann. Haben Sie denn, immer die Defizite. Und haben Sie denn in den Blicken der Leute manchmal das Gefühl, dass Sie ihnen das nicht zutrauen? Wie nehmen Sie denn die Blicke der Leute wahr? Naja, also mit Gucken ist es ja eigentlich ja nicht so mit dem Down-Syndrom und so. Ich meine, ich habe nun mal das Down-Syndrom und ich lebe damit. Und ich wüsste auch nicht, wie es anders wäre, wenn ich jetzt das Down-Syndrom nicht hätte oder so. Aber ich finde trotzdem, wir sind trotzdem ganz normale Menschen mit gleichen Wünschen und Bedürfnissen wie jeder andere auch, finde ich. Frau Huber. Was man so raushört, es ist die Unterstützung da, aber es sind doch immer wieder auch Blicke oder wenn es keine Blicke sind, Menschen, denen man erstmal beweisen muss, dass man es kann. Ja? So über eine Hürde drüber springen muss. Wie anstrengend ist das einfach auf Dauer für? Also ich denke, das ist sehr anstrengend, immer mal wieder die eigene Kraft zu finden und darüber zu springen. Aber ich höre halt auch, Sie haben viel Unterstützung gekriegt von Ihrer Familie. Das ist natürlich etwas, was unendlich viel Kraft gibt und Mut macht. Und das filtert dann vielleicht auch das andere ein bisschen weg. Also dass die Blicke so sind, so, ja, ich traue dir das nicht zu, du kannst das nicht.
Oder liegt ja auch sehr viel daran, dass wir zu wenig wissen. Also Sie sagen, man kann im Internet gucken, das stimmt. Ja, man kann alles nachlesen, also das stimmt schon. Aber was wissen wir denn eigentlich über das Down-Syndrom? Was glauben wir denn? Was schlussfolgern wir denn? Und leider sind immer noch die Schlussfolgerungen ziemlich falsch auch. Ne? Man denkt immer, Down-Syndrom gleich psychische Störung, behindert, minder bemittelt und so. Und das stimmt halt nicht. Also man muss den individuellen Menschen sehen. Und den sehen wir oft nicht, weil wir nur die Schablone sehen. Wir sehen nur die äußere Erscheinung und haben dann gleich die Diagnose parat. Und dann kommen die Fehlschlüsse. Und wir wissen zu wenig. Und ich denke, das ist wunderbar, was Sie machen. Aufklären darüber. Was ich irgendwie jetzt gerne noch mal sagen wollte. Ich finde es natürlich schon sehr wichtig. Mein gut, dann das heißt Diagnose Down-Syndrom und so weiter und so fort. Aber ich finde, was ich mir natürlich schon wünschen würde, die Aktien von einem behinderten Kind. Und das möchte ich wirklich sehr gerne, weil ich oft Mütter sehe, die Angst haben davor, ein behindertes Kind haben zu wollen. Aber ich finde trotzdem, ich meine, ein behindertes Kind, das ist ja nicht was Schlimmes. Ich meine, auch wenn ich eine Behinderung habe, das Down-Syndrom habe, aber das ist wirklich eigentlich für mich ganz normal. Ich meine, man lebt halt mit der Behinderung, man hat das Down-Syndrom. Und ich finde, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, was ich mir schon wünschen würde, ich möchte gerne die Angst nehmen von einem behinderten Kind nehmen für werdende Mütter. Ich glaube, dieser Wunsch kann auch am Ende der Sendung stehen. Also sagen wir vielen Dank an die Schauspielerin Karina Kühne und auch an alle anderen Gäste hier in der Runde, die Blicke der anderen. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann geht es um Menschen, die zu Hoffnungsträgern in dieser Gesellschaft geworden sind. Jetzt die Spätschicht mit Florian Schröder. Nochmal vielen Dank hier an alle. Danke, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.